So, es wird mich zwar keiner daran erinnern, dass ich in 10 Minuten... oh Gott. In 10 Minuten meine Dings aus dem Dings hole. Aber ich hoffe, dass wenn ich Pause habe, und diese ist in 4 Stunden und 14 Minuten Ingame-Zeit, dass ich dann mein Essen aus dem Backofen holen kann. Auch gerade so nice aus. Recht sehr schöner Sonnenuntergang. Ein bisschen Schnee. Ich bin gleich wieder da. So, da sind wir schon wieder. So, wir müssen sowieso jetzt gleich rechts abbiegen. Das ist obwohl, hätte sich sowieso nicht gelohnt. Also wir müssen noch circa 3 Stunden reinholen. Rein zeitlich gesehen. Brücke. Sorry, aber Gott, ist die hässlich. So, Milano, wir müssen nach gleich rechts abbiegen. Das steht fest. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Siehst du, der hat schon automatisch runtergebremst. Ja, genau! Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst rechts abbiegen.
biege nach rechts ab. Oder? 27. Ah, okay, dann fahren wir hier gleich wieder raus. Gut. Spart. Zeit zu gehen. 20 Minuten. Verkehr dritte Ausfahrt nehmen. Meine Fresse, ey. Mitten im Kreisverkehr stehen bleiben. Das sind sie, die Italiener. Nimm ja, aber das war Mutti. Fresse. Da hätte ich jetzt auch im realen Leben gehupt. Definitiv. Immer geradeaus. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Wir müssen nach diesen gelben Tafeln Ausschau halten. Mal ganz kurz noch beim Essen, ich bin gleich wieder da. Aua. Gut, also die kann man noch so 3 bis 5 Minuten drin lassen. Ah ja, die Brücke kennen wir, nur von der anderen Seite. Also wir dürfen nur noch 2-mal schlafen. Legen wir uns jetzt gleich schlafen in 2 Stunden. Ne? Dann haben wir noch knapp 24 Stunden übrig. Dann fahren wir wieder 11 Stunden. Dann haben wir noch... Ich überlege gerade, ob das nicht...
nicht zu knapp wird. Also, 24 Stunden minus 11 sind 13 Stunden übrig. Wir können natürlich die 13 Stunden vielleicht auch ein bisschen ausreizen. 13 Stunden übrig. Bis dahin müssen wir einmal schlafen. Dann fahren wir nochmal 11 Stunden. Dann schlafen wir noch das zweite Mal. Genau. Nee, wir schlafen ja jetzt gleich noch einmal. Oh Gott, da müssen wir 2 Stunden irgendwo rausnehmen. Oder wir fahren wieder durch. Oder wir sagen, das war nicht, ich muss jetzt in 1,5 Stunden theoretisch, muss ich gleich in Anführungszeichen schlafen gehen, ja. Dass wir das einfach um eine Stunde oder so hinauszögern. Ja, dass wir dann noch eine Restzeit von so und so haben und dass wir dann noch mal eine Stunde hinauszögern. Dass wir dann durchziehen. Das war jetzt so gesehen nicht in 1,5 Stunden, sondern erst in 2,5 Stunden. Also um 22 Uhr irgendwas ins Bett gehen. Kommt sie an, Junge? Gigaliner? Gerade gekommen. So, wir warten mal noch, bis die Strecke gerade wird, dann gucke ich wieder nach meinem Essen. Also das hätte ich nicht gedacht, aber mein Essen ist immer noch nicht fertig. Das ist so ein Backofenessen, sage ich mal, ne? so ein typisches. Aber das ist immer noch nicht fertig. Das wundert mich doch sehr, weil auf der Verpackung draufsteht 15 Minuten bei Umluft. Und wir sind jetzt gleich bei um und bei 20 bis 25 Minuten. Ne? So, links, rechts. Ich glaube, ich muss mich rechts halten. Weil es da dann gleich wieder nach links weggeht. Rechts halten. Ja. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Gertrude ist im Level aufgestiegen. Oder Gertruda. Ich werde nur kurz in die Stadt rein und wieder aus der Stadt raus. Sollte kein allzu großes Problem darstellen. Wir können schon direkt drehen. Wir müssen theoretisch gar nicht mal reinfahren. Wir müssen sowieso irgendwie drehen, ne? Aber wir werden uns schon irgendeine Stelle finden, wo wir drehen können. Okay, aber wir fahren los. Rein von der Theorie her. Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ich gucke gerade schon mit Fernlicht, ob wir hier irgendwo schon eine schnelle Möglichkeit haben, um zu drehen. Und hier, das sieht so aus, als könnten wir hier einfach gleich mal 180 Grad Kehre machen. Alter! Hallo! Ey, ich dreh das Lenkrad nach links und es passiert einfach nichts. Ich meine, ja, ich habe ein bisschen nach rechts ausgeholt, aber doch nicht so weit. Ich bitte dich. So, ich gucke jetzt nochmal nach meinem Essen, 4 Minuten später.
Wird es nämlich schön crossy haben, ne? Aber. Alter, ey, da lenkt ihr einfach nicht nach links weg. Okay, Moment. Fahrt vorsichtig. Ja, ja, du mich auch. Ja, der Retarder ist mir scheißegal. Lassen. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Naja, da hat er sich aber noch mal gut überlegt. Mautstelle werde ich gleich jetzt vielleicht nochmal. So, ich bin gleich wieder da für euch. So, jetzt sind sie auch relativ gut crossy. So. Ah, aua. So. Oh. So. Ich muss mir gerade noch mein Handy nebenbei laden. Junge, das passt aber auch wirklich gerade so. So, wir versuchen jetzt, in 4 Minuten müssten wir theoretisch eine Pause machen.
Bitte links halten. Wir müssen jetzt zum Rastplatz rüber. Links halten und dann links abbiegen. Naja, ich auch. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Du hast doch gesagt, wir können hier schlafen. Ja, du, leck mich am Arsch. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na dann, ist ja alles klar. Hat, ja. So. Naja. Ist ja schon ein Deutscher, ist schon in Deutschland.
Dieseltraktoren. Eigentlich werden alle benutzt. Eigentlich. Boah, sind jetzt 4 Leute in Italien? Selbst ich als Chefin, ne? Ah ja. Aber jetzt können wir wenigstens mal den ganzen Tag tagsüber fahren, ja. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ich bin dabei. Halt ich mich nicht. Rechts halten, dann Ausfahrt. So, jetzt fahren wir nach Rom rüber. Nimm die Ausfahrt rechts. Wir dürfen nur noch einmal schlafen. Warum erkläre ich euch? Pass auf. Wir haben jetzt eine Ankunftszeit von Mittwoch 6 Uhr. Vielleicht bekommen wir Mittwoch 5 Uhr raus. Wir rechnen jetzt aber erstmal mit 6 Uhr, weil wer weiß, was kommt. Ja? Mittwoch 6 Uhr plus 9 Stunden Schlaf, weil wir dürfen jetzt nur noch einmal schlafen. 6 plus 9 sind 15 Uhr. Ja? Ankunftszeit von 15 Uhr. Wir müssen aber 21.21 Uhr spätestens da sein. Bis dahin sind es nur noch knapp 6 Stunden. Also entweder wir kriegen jetzt pro Dings hier mindestens 2 Stunden rausgefahren oder wir können es vergessen. Ich muss niesen. Oh Gott. Entschuldigung. Also wir dürfen nur noch einmal schlafen. Wir müssen die Zeit ein bisschen hinauszögern. Rein kilometertechnisch sollten wir das locker schaffen. Das sind jetzt noch 1,4 Kilometer. Jetzt fahren wir mal wirklich tagsüber. Das ist, finde ich, sehr gut. Der ist schon knusprig.
auch schön crossy. Gefällt mir auch. Und 2. War das Diesel oder war das Benzin? Ich glaube, das war Diesel, ne? Ich weiß nicht. Hinter mir ein. Kilometer haben wir jetzt vom Kilometerschnitt geknackt. Wir sind unterwegs. Schon 4.363 Kilometer. Also wenn wir so bleiben, sind wir bei einer Strecke von 5.600 Kilometern. Das ist schon übel.
geradeaus. Immer geradeaus. Wir sind jetzt bei 25,6 Liter, ne? Also, ich merke schon, je weiter südlich wir kommen, desto mehr hat der Motor keinen Bock, Sprit sparen zu fahren. Ich meine, definitiv alles unter 30 Liter ist in Ordnung, aber ich glaube, wir können uns selbst ein Ziel setzen mit 25 Litern auf 100. Das ist, glaube ich, ein gutes Ziel. Oh nee, ständig Kreisverkehr hier. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst rechts abbiegen. Ja, ja. Biege nach rechts ab. Du mich auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich meinte zwar eigentlich die Bäume, aber der Idiot hat es auch nicht anders verdient. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ich wollte schon sagen, wenn wir jetzt wieder mit Rotlichtverstoß kommen, ne? Ich würde mit seiner Mutter schlimme Sachen anstellen. Am
Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Lass uns loslegen. Spart natürlich ungemein Zeit jetzt, oder? Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Nee. Sorry, ich dachte, ich gehe jetzt nach Rom. Bitte rechts halten. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Können wir nur hoffen, dass wir jetzt bald die 350 reinkriegen, damit wir den Kollegen, also die werden wir sowieso drin haben, wenn wir die Fracht hier abliefern. Aber wenn wir die Fracht hier abliefern, gilt halt auch nicht nur für den Kollegen den LKW geholt haben, sondern wenn wir hier für 250 kriegen, bis dahin auch mindestens 3 weitere LKWs. Also 2 auf jeden Fall. Und dann können wir einen in Reserve behalten. Oder mit dem Geld vielleicht die Werkstatt, ich will immer Werkstatt sagen! Den Standort, ne, aufrüsten. Ich weiß nicht warum, was in mich gefahren ist, dass ich immer wieder auf Werkstatt komme. Liter. Telepass, wäre links. Fahren tut der Quiz den Motor, weiß ich. Bitte links halten. Ja, ich versuch's.
Was? Hä? Der Song, also... Der ist so an mich reingefahren. Ich behalte hier die ganze Zeit meine Spur, komm vielleicht mal ein bisschen auf den Standstreifen ruf, weil hier keine Fahrbahnmarkierung gibt. Und du kommst mir... Unfall! Kannst du schön aus eigener Tasche bezahlen. Plus den Kieferbruch. So, wo sind wir denn jetzt? Wir fahren gleich nach Rom rein. Wir müssen nach Roma Süd. Oder Roma Zentrum. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, der ist gerade ausgebrochen. What the fuck? Ich habe gar nicht gelenkt. Man bricht da aus. Gar nicht kapiert, in welche Richtung. Ich habe nur gegengelenkt. Perfekt. So. Fertig zum Losfahren. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Schauen wir mal, was wird. Nimm die Ausfahrt rechts. Waren dadurch ca. 20 Minuten. Immer geradeaus. Demnächst links abbiegen. Siehst du, passt doch auch so. Na, Anhänger könnte? Nee, okay. Auf der Standspur gelten eigene Gesetze. Ja, komm, du mich auch. Direkt Tausender. Warum denn auch nicht? Wirklich 5 Uhr reinzufahren, vielleicht ja auch insgesamt 4.30 Uhr. Damit wir vielleicht sogar wirklich noch mal ein Stück schlafen können. Beziehungsweise ansonsten durchbrettern können.
müssen dann 4,5 Stunden Pause haben. Wir versuchen jetzt wirklich etwas Zeit rauszuholen. War 4 Uhr, dann schlafen wir bis 13 Uhr. Wenn wir 13 Uhr richtig durchgängig fahren, plus ja, von 13 Uhr bis 21 Uhr sind, oder bis fast, ja, bis 21, 13 bis 21 sind, 8 Stunden. Heißt, 8 Stunden dürfen noch übrig sein, wenn wir dann schlafen. Entspannte Reisegeschwindigkeit. Ich speichere mal gerade. Wir sind zwar jetzt auch beim Spritverbrauch von 27 Litern. Also schon ordentlich. 180 gleich. 180. Alter. Ausfahrt rechts nehmen. Das kann gerade mal mein PKW. Die Ausfahrt rechts. Aber wir haben richtig gut Zeit reingeholt. Ich fahre in Italien eh alle ein bisschen, wie sie wild sind. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Moin. Biege nach rechts ab. Ja, die Deutschen wieder, wa? Ja, wir haben Termine. Oh Gott. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Wir haben uns gut gefangen, muss ich ehrlich sagen. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Schon mal 4.30 Uhr rausgeholt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Mit Karte. Ich danke euch. Tschüss, auf Wiedersehen. Ach, Patricia, wir brauchen Kohle. Der Kollege wartet. Also zwei Kollegen warten. Erstens der eine Kollege, der auf sein LKW wartet. Und der andere Kollege, der noch keinen LKW hat, der dann den von Lukas bekommt. Ausfahrt rechts nehmen.
die Ausfahrt rechts. Von wem kriege ich denn bitte jetzt noch Nachrichten? Vor allen Dingen sind das ja auch Instagram-Nachrichten. 3.40 Uhr, Alter. Mal gucken, ob wir 200 erreichen. 180 haben wir ja gerade schon erreicht. '83, '83, '85, '86, '87, '88, '89, '90. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Je früher, desto besser, ne? Es war wirklich Pikachu, der mir jetzt noch eine Nachricht geschrieben hat. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Wieso? Ich möchte ja die Ausfahrt links nehmen, vielleicht bin ich ja linksextrem. Am Kreisverkehr fährt der Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Manchmal nimmt der einfach nicht an. Alter, wir haben eine Kühlwassertemperatur von 90,8 Grad. Alter, eine Motoröltemperatur von 95,5. Ich glaube, wir können jetzt wieder halbwegs normal fahren. Ja? Also, wir haben jetzt einen durchschnittlichen Spritverbrauch von 28,4. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Aber wir haben jetzt noch restliche Zeit von 12 Stunden. Und das ist in Ordnung. Das reicht, um einmal mindestens zu schlafen. Ja? Dann fahren wir auch durch. Wir müssen jetzt in 2 Stunden circa, plus minus, also um 18 Uhr. Schlafen wir 9 Stunden, dann ist es früh um 3. Und dann ziehen wir nochmal. Ziehen wir nochmal ein Näschen. Spaß. Das war ein Scherz. So, ich habe Pikachu geschrieben, ab ins Bett mit dir. Was schreibt er? Ich kann nur schlafen. Er kann nicht schlafen. Maut von 6 Euro. Jungs, wir brauchen Kohle. Die Kollegen warten schon ungeduldig.
glaube, ich werde nachdem ich die Tour abgeliefert habe, die Mods installiert habe, schon mal eine neue Tour rausgesucht habe für Zukunftsfonto, werde ich, glaube ich, noch ein bisschen Assassin's Creed spielen. Mal schauen. Oder FIFA. Auf FIFA habe ich aktuell wieder Bock. Das ist aber auch nur so eine Phase von ein paar Tagen innerhalb eines Monats. Aber dafür kann man ja auch richtig viele Folgen aufnehmen. Ne? Ja, ganz, ganz toll, danke. Vor allem müssen wir dann da unten auch. Wir haben mal mitgenommen. Könnte noch Palermo. Aber oh, Italien haben wir jetzt zu 16%. Die Zeit haben wir gerade. Wäre möglich. Wenn wir jetzt in einer Stunde ins Bett müssen. Müssen wir eigentlich die Autobahn durchknallen. Ich lasse es mal drin, mal gucken. Los. Mal schauen, was wird. Vielen Dank an GameLord214. Du hast wohl zu viel Langeweile. Wir schauen mal, ob das mit Palermo was wird. Wenn wir es jetzt nicht mitnehmen können, ist auch kein Weltuntergang. Gibst du mal Gas, Junge. Statt hier ständig eine Retarder reinzuknallen, die wär's mal, gib ihm. So, 7.30 Uhr. Wenn wir das jetzt plus rechnen, plus 9 Stunden, weil wir müssen ja gleich schlafen gehen, können wir 8 plus 8 rechnen, 16 Uhr. Ankunftszeit. Müssen wir aber wirklich durchgängig fahren. Und vor allem müssen wir die Zeit richtig rausprobieren. Heißt, ich werde jetzt gleich nicht diesen Rastruf mitnehmen. Ich werde mal kurz speichern. Sondern wird. Oh Gott. 3 Stunden. Wir müssen den Rastruf mitnehmen. Und das ist Problemo. 14 Stunden. Da müssen wir 3 Stunden so gesehen gut fahren. Oder wir nehmen das hier raus. Ist zwar schade drum, aber dafür nehmen wir Palermo mit. Ich glaube, so machen wir das. Auf geht's. Wir könnten natürlich auch auf Risiko gehen und hier wirklich versuchen, ich speichere mal gerade, und hier wirklich versuchen, statt jetzt den Rastplatz hier mitzunehmen, bis hier unten zu warten. Das sind aber 3 Stunden 4. Das sind jetzt noch mehr als 2,5 Stunden. Auch kurviges Terrain. Yes. Bringt nichts, es würde uns nur ins Chaos stürzen. Wir fahren hier runter. Wir haben zwar noch theoretisch eine halbe Stunde Zeit, um spätestens ins Bett zu gehen. Aber wir müssen es ja auch nicht übertreiben. Komm, gib Gas, zieh an, Junge. Ja, dass der Retarder aktiv ist, ist mir scheißegal. Wenn du Gas gibst. Motor aus,
Ruhepause. So, jetzt haben wir natürlich, ne? Jetzt können wir in den LKW-Händler rein. Scania. Und zwar in Spanien. Herstellerangebote, meine Flottenkonfiguration, DS High Roof, kaufen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. LKW-Manager. Ich hab's dir versprochen und du bekommst den auch. Tabellenansicht. Lukas, warte mal, wo bist denn du? Täglicher Profit? Nee, wenn, dann müsste der Fahrermanager bewertet. Markus, nicht Lukas, Entschuldigung. So, ich wünsche dir viel Spaß damit. Kartenansicht. Wo ist denn der gute Markus? Wo ist denn der gute Markus? Hä? Bin ich bescheuert oder was? Der müsste auch schon bald da sein. Da ist er. Scania S. Den hast du dir verdient, mein Freund. Den hast du dir verdient, dadurch, dass du schon so viel, auch so viel Profit und so machst. Den hast du dir definitiv verdient. Und Kollege Schnürschuh macht jetzt auch, sollte jetzt auch fahren. Tabellenansicht. Ach, du fährst noch nicht mit dem? Ach so, die müssen ja auch erstmal wahrscheinlich auf ihrem Standort ankommen, ne? Aber der, Lukas, was fährst du denn, Lukas? Ach, du bist auch gerade erst los. Ach, du kannst sogar sehen noch gar nicht den Dings wechseln, weil du ja erst... Okay, aber du hast ihn schon mal, kannst dich freuen. Wenn du auf dem Standort ankommst, hast du ihn schon mal. Untätige Fahrer? Aha! Aha! Entlassen! Nein, Spaß. Das war ein Scherz. Natürlich werde ich den so schnell nicht entlassen. Aha, aha. So.